Guten Morgen. Im Leitgedanken 28 geht es heute wieder um das Sehen, um das wahrhafte Sehen. Und es ist spannend, dass wirklich in so vielen Lektionen es ums Sehen geht. Wir hatten ja Lektion 20, ich bin entschlossen zu sehen. Lektion 21, ich bin entschlossen, die Dinge anders zu sehen. Ganz am Anfang, was ich sehe, sind keine neutralen Dinge. Und so weiter. Viele Lektionen übersehen. Gestern vor allem will ich sehen und heute vor allem will ich die Dinge anders sehen. Wieder sind wir eingeladen, von unserem Blick auf die Dinge, der immer mit unserem Urteil verbunden ist, loszukommen und als Ziel von unserem Sehen wirklich die Schau zu haben. Die Schau, die im Kurs als die Art des Sehens beschrieben wird, wo du praktisch mit den Augen Jesu blickst, wo du in allem den wahren göttlichen Sinn der siehst, wo du die Verbindung von allem und jedem im Einssein, in diesem göttlichen Einssein siehst. Die Schau wird auch beschrieben als den Moment, wo du tatsächlich Licht, Umrandung um Menschen, also praktisch ne, die Aura, sagt man oft, ich kann Aura sehen. Ja, das sind diese Licht, dieses Licht um den Menschen, wo du das Licht, was in den Menschen und eben sogar auch in Gegenständen ist das möglich, sehen kannst. Diese Schau Christi, das ist unser Ziel und wir dürfen das heute üben auf eine Art und Weise, die uns, also mir zumindest beim ersten Mal wirklich albern vorkam, weil ich wieder normale Gegenstände nehme. In der Lektion heute ist das Beispiel eines Tisches gegeben. Ich schaue auf den Tisch und sage mir, vor allem will ich diesen Tisch anders sehen. Und diese Übung auch mit den materiellen Dingen, natürlich fällt, also mir persönlich fällt es leichter, das mit Menschen zu machen, weil mir bewusst ist, bei Menschen muss ich meine Bilder, die ich auf den Menschen drüber gestülpt habe, runternehmen. Meine Bilder, die voll sind mit meinen Urteilen, meine Bilder, die voll sind mit meinen vergangenen Erfahrungen und so weiter, runternehmen. Aber bei Gegenständen, die so unbelebt scheinen, fällt uns das schwerer, aber wir werden genau dazu heute eingeladen, dass ich lerne, nur mit diesen Gegenständen mir wirklich in der totalen, also geh wieder ganz in dich, sei ganz mit dir verbunden, bevor du mit der Übung beginnst und dir in der totalen Ehrlichkeit bereit zu sein, deine vorgefassten Ideen über diesen Tisch oder über den Gegenstand, den du gerade wählst, der dir in den Sinn kommt, ne? Die zurückzunehmen, deinen Geist wirklich zu öffnen für das, was er wirklich ist und wozu er dient. Wir sind eingeladen, dass wir die Dinge eben nicht mehr aus unseren vergangenen Erfahrungen heraus bewerten. Und es ist ja so, werd dir bewusst darüber, wie wir die Sachen bewerten, ist nur aus all den Erfahrungen, die wir in unserem Leben gemacht haben, jetzt tatsächlich mit einem Tisch, ja, mit verschiedenen Materialien, mit verschiedenen Formen, mit verschiedenen Funktionen, mit Momenten, als ich an diesem Tisch saß, wo ich ihn abgewischt habe und so weiter. Das sind alles unsere persönlichen Erfahrungen. Das heißt, jedes Erleben eines Tisches, so absurd das klingen mag, ist absolut individuell und persönlich und geprägt von deinen Erfahrungen. Und das finde ich so eine schöne, großartige Herangehensweise, sich darüber jeden Moment wieder bewusst zu werden und heute zu üben, wieder 5 bis 6 Mal sind wir eingeladen, das zu machen. Ich mache meinen Geist frei. Ich urteile nicht aus der Vergangenheit heraus, sondern ich frage. Die Lektion heute möchte dich mehr, immer mehr zu deiner inneren Führung bringen, möchte dich immer wieder dazu einladen, Jesus zu fragen,
oder die Stimme in dir oder die Weisheit in dir oder deine innere Führung, wie auch immer du es nennen möchtest. Du kannst es Jesus in dir nennen, du kannst es Heiligen Geist nennen, du kannst es innere Führung nennen, du kannst es einfach so dein Bauchgefühl nennen, ja, und das hat jeder. Und mehr in diese innere Führung zu kommen und aus der heraus zu fragen, was dieser Gegenstand oder diese Person ist, anstatt dass du, kleines Ichlein, Egolein, dem Gegenstand oder der Person sagst, was er ist. Also, hier steht, du knüpfst seine Bedeutung nicht an deine winzige Erfahrung von Tischen, noch begrenzt du seinen Sinn und Zweck auf deine kleinen persönlichen Gedanken. Der Sinn der Übung, vor allem will ich die Dinge anders sehen, ist also, dass wir lernen, Fragen zu stellen an unsere innere Führung und die Antworten darauf zu bekommen. Ich möchte bereit sein, mit anderen Augen zu sehen, mit anderem Herzen, mit anderen Gefühlen und Gedanken zu empfinden, ohne zu urteilen. Und die Lektion heute sagt, dass wir tatsächlich es schaffen könnten, wenn wir uns da ganz drin vertiefen und alle unsere Vorstellungen beiseite räumen und fragen. Wir können wirklich fragen, Gott, was soll mir dieser Tisch jetzt in Wahrheit zeigen? Und durch diese Übung könnten wir es schaffen, in die Schau zu kommen. Wir könnten es schaffen, tatsächlich einen Lichtschein um diesen Tisch herum zu sehen, weil wir merken, wir sind raus aus unserem Persönlichkeitskonstrukt und in dieser unglaublichen Kraft und voll dieser göttlichen Gaben, die jeder von uns hat. Du hast die. Du kannst weit über all unsere bisher erdachten Möglichkeiten hinaus Dinge sehen, Dinge spüren, Dinge erfragen. Und wir kriegen auf jede Frage eine Antwort. Immer. Immer. Wir müssen nur bereit sein, sie zu hören. Und wie du hörst, das musst du rausfinden für dich. Ist es für dich ein Gefühl? Ist es für dich ein Bild, was in dir aufkommt? Sind es wirklich Worte, die du innerlich hörst? Ja, ist es eine Körperhaltung, die es dir gibt, wo du merkst, oh, diese Körperhaltung steht für ja, die steht für nein? Ist es wie ein innerer Drang, den du spürst, wo du merkst, eine spezielle Handlung soll vollführt werden? Oder häufig passieren auch wirklich die Wunder im Außen, dass plötzlich was passiert, plötzlich jemand anruft, plötzlich dir jemand begegnet, der was Spezielles sagt und du damit die Antwort kriegst. Genau, wir bitten also durch die heutige Übung, den Sinn und Zweck des Universums zu sehen, weil ja alles ineinander verbunden ist. Ich möchte meine eigenen Ideen zurücknehmen. Und mit völlig offenem Geist, ohne Urteil, ohne Vergangenheit, ohne bewertende Gedanken, alles ansehen. Mit völlig offenem Geist. Und so bitte ich innerlich darum, die Wirklichkeit eines jeden Dings und dieses ganzen Universums zu verstehen. Ich wünsche dir heute darin ein ganz lichtvollen oder ganz viele lichtvolle Übungszeiten. Ich wünsche dir ein tiefes Vertrauen in deine innere Stimme, in deine innere Führung. Ich wünsche dir das Vertrauen darin, dass du Antworten auf deine Fragen, die du an das Göttliche in dir stellst, kriegst, immer. Und ich wünsche dir so viel Freude darin, auf diesem Abenteuer für dich zu entdecken, wie diese Antworten zu dir kommen, wie du sie erlebst, wie du sie empfindest. Vor allem möchte ich dieses anders sehen und wir dürfen ja gleich mal damit anfangen, uns selbst anders zu sehen.
die Grenzen, die wir uns auferlegen, wenn du jetzt gerade denkst, nee, ich kann das nicht, ach Gott, ich kann gar nichts, ich sehe doch da nichts, ich kriege keine Bilder, ich kriege keine Stimme. Doch, jeder von uns hat die gleichen Gaben. Es kann keiner besser oder schlechter. Wir sind alle eins, wir sind alle eins. Und mit jedem kleinen Stück der inneren Erlösung bei dir erlösen wir alle anderen mit. Vor allem will ich dieses anders sehen. Oh, Segen für deine Erfahrungen heute. Ich freue mich. Bis morgen.